Wie lange dauert es noch, bis das Auto anstelle des Menschen fährt? Die Industrie verspricht nicht mehr lang. Elon Musk prophezeit seit Jahren, dass seine Autos bald keinen Fahrer mehr brauchen. Doch die autonome Zukunft ist bis jetzt weder bei Tesla noch bei anderen Marken Realität. Professor Raphael Muri von der Fachhochschule Bern erstaunt das nicht. Das war vor allem das Marketing, wo der Technik Meilen voraus war. Die haben Zeug versprochen, wo eigentlich jedem Techniker klar war, das geht schlichtweg nicht. Wir sind vorwärts gekommen, aber wir sind nicht dort, wo man vor 5 Jahren behauptet hat, wo wir heute sein werden. Wir sind heute auf Level 2. Das Auto assistiert dem Fahrer. Dieser muss aber stets bereit zum Eingreifen sein. Level 3, das selbstständige Fahren auf der Autobahn ohne Aufmerksamkeit des Fahrers, gibt es erst in vereinzelten Pilotprojekten. Autonome Fahrzeuge müssen aber nicht zwingend PKWs sein. Die Fachhochschule Bern ließ 2 Jahre lang den Personentransporter Matte Schnack selbstständig in Bern seine Runden drehen. Der fährt mit sehr tiefer Geschwindigkeit und so kann er einfache Situationen eigentlich gut meistern. Hier sahen die Experten in der Praxis, welche Probleme der autonomen Zukunft im Weg stehen. Und das wortwörtlich. Zum Beispiel, wenn ein Auto teilweise auf der Straße parkt und den Weg versperrt. Jeder vernünftige Mensch würde schauen, sieht, die Straße ist frei, ich umfahre das Hindernis. Ein Fahrzeug, das programmiert ist, Gesetze einzuhalten, wird dort hinten dran quasi müssen warten. Und das sind so Zwischenfälle, die man im Moment bei den Shuttle über einen Teleoperator, einen Bediener, wo er ins Fahrzeug schauen kann, die Situation abchecken und er entscheidet mal, umfahrt das Hindernis. Bis wir dort sind, dass das Fahrzeug das selber machen kann, wird es auch noch ein paar Jahre gehen. Nicht nur menschliche Herausforderungen wie falsch geparkte Autos oder unberechenbare Fußgänger sind ein Problem, auch Mutter Natur macht den fahrenden Computerhirnen das Leben schwer. Stellt euch vor, ihr geht in die Skiferien, ins Wallis, Kandersteg, es schneit, es ist Nacht. Und das sollte alles zusammen selber automatisch funktionieren. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn etwa ein Radar voll Schnee und somit blind ist, nützt auch die beste Software nichts. Professor Muri ist sich aber sicher, dass solche Probleme langfristig lösbar sind. Was ebenfalls gelöst werden muss, ist die Kommunikation unter den Fahrzeugen. Autos müssen Daten untereinander permanent austauschen. Nur so ist komplett autonomes Fahren möglich. Hier gibt es zweierlei Hürden, die technischen und die marktwirtschaftlichen. Also ihr könnt euch vorstellen, schon nur die Hersteller untereinander, die lassen sich nicht gerne in die Karten schauen. Und dass man dort hier die Kommunikation so definiert und offenlegt, damit auch andere Konkurrenten ins eigene System und in die Daten vom eigenen System reinschauen können, das ist sicher noch etwas, was nicht heute und morgen wird passieren wird, aber es wird müssen passieren. Der Gesetzgeber darf man nicht vergessen. In dem Moment, wo er etwas vorschreibt, dann ist es einfach Pflicht. In dieser Zukunft warnen sich die Fahrzeuge etwa gegenseitig vor Stau oder Glatteis und reagieren selbstständig. Das Kollektiv hat mehr Informationen als das Individuum. Darum spricht der Experte auch nicht gerne vom autonomen Fahren. Autonom heisst ja jeder für sich. Und wir reden hier eigentlich nicht von autonom, jeder für sich, sondern automatisiert. Ob autonom oder automatisiert, die völlige Unabhängigkeit vom Menschen ist aber noch weit weg. Näher wird sein, dass man teilautomatisiert wird können fahren, sprich, wenn man in die Ferien fährt, auf der Autobahn, dass man dort hier das Lenken und das Fahren vom Fahrzeug eigentlich dem Fahrzeug selber übergeben kann. Einfache Aufgaben wird der Mensch also schon bald der Technik übergeben können. Die nächsten Schritte zum komplett automatisierten Fahren sind aber groß. Um diese irgendwann zu gehen, müssen 3 Parteien ihren Teil leisten. Die Hersteller müssten gewillt sein, für wirklich da so richtig vorwärts zu machen. Auch mit der Kommunikation, sprich
die Autos untereinander, die Autos zu der Infrastruktur, zu der Ampel zum Beispiel. Das andere ist Gesetzgebung. Die wissen auch, früher oder später werden sie einen Hersteller haben, der mit einem Auto dasteht und sagt, und jetzt, was muss ich machen, dass ich meinen Kunden das Auto verkaufen darf? Der dritte Punkt ist der Mensch selbst. Er muss das Bedürfnis, die Akzeptanz und das Vertrauen in die Systeme haben und gerade am Anfang bereit sein, etwas mehr dafür zu bezahlen. Doch selbst wenn alle drei Parteien sich optimal verhalten, wird die rollende Lounge vorerst ein Marketingversprechen bleiben. Das ist eine Vision, die dann vielleicht irgendwie in 10, 15 Jahren irgendwann realisiert werden kann. Aber heute und morgen ganz sicher noch nicht.